Das kostete schon vor dem Ersten Weltkrieg 1400. Ich präsentiere
Ich dir mal das jetzt zum vierten Mal. Richtig. Sag mal, Großer, war da eine Anreihe mit irgendwann ein Igel drin? Hätte ja sein können. Ich muss noch erst fragen!
ein, das Pattern war so schnell, dass du es nicht mehr gehört hast. Hörst du nicht mal deine Hände? Soll ich da noch ein Tricklein verführen? Das wird toll! Dieses Tricklein wird eingeleitet werden durch einen Fanfaren. Er spielt auf zwei Flöten. Die gehalten sind mit zwei Händen. Geblasen aber nur aus. Eine Runde. Ja. Ja. Das ist mir viel interessanter als meine Kindstücke in der großen Holzleitung. Geh schon los! Ich merke schon, ihr seid noch nicht restlos begeistert. Ich spiele noch einen Handball. Viel Rock gespielt auf zwei Flöten, die halten sich über Hände. Und diesmal bezahlt das Luft dafür zu drücken. Das ist die Nase voll, schade. Ah ne, jetzt sind sie abgefeuert. Aus zwei Nasen! Boah, wir müssen ihn gespielt von einer Pfeife! Wenn der wahrscheinlich scheiße, so wie damals in der. Das war toll! Hast du damals im Kopf gefühlt, dass ich weiß, dass alle versuchen das gleiche Lied zu spielen, aber alle haben verschiedene Tonlagen drin? Ja, das ist sowas schon deutlich besser. Enden! Doch diesmal wird Zeit, dass die Luft dafür entströmt! Was? Das glaube ich. Höchste Konzentration und Ruhe auf dem Plan. Geh rein! Geh rein! Zwei! Drei! Ihr glaubt doch alles. Ey, das kann gar nicht funktionieren, da müssen wir harmlos sein. Aber es gibt Leute, die überhaupt nicht mit ganz kurz nach vorne schaffen können. Könnt doch der ein oder andere auf die Idee kommen und sagen, laufen, also gibt es doch noch eine Kurve. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe seit vielen Wochen so lange geübt, aber das ist mir bis heute nicht genug, so lange konstant zu sein. Soll ich es irgendwann schaffen, halte ich ja nicht aus, dass du was mir weg. Brauch aber für dieses Tricklein zwei Kinder. Ich müsste mal Prof. Schildkopf fragen, was er dazu sagt. Ja, wenn du mal kommst, zwei Kinder. Kannst du dein Essen mal jemanden in die Hand haben, nehmen das noch raus. Ja, ich bin im Geiste jung geblieben. Kommt ihr beide mal hoch, probiert das mal. Ja, hochwagen. Jetzt. Da kann kein Zufall sein. Ihr Lieben, noch vor zwei Tagen waren die in New York. Noch gestern waren die in Paris. Heute sind sie hier. In Halle, zu Füßen des Giebischen Steins. Dem kulturellen Zentrum Sachsen-Anhalt, die, wegen denen man irgendwann das Motto Land der Frühaufseher, Land der Frühaufseher wenden wird. Für euch Emily und Ida! Ihr seid gerade diese beiden weltberühmten Emily und Ida, die von einem Welterfolg. Emily und Ida, wenn die auf der Bühne sind, und das ist eine, die werden angekündigt und kriegen dunkel Applaus wie hier. Dann verbeugt ihr. Warte, nicht unterwegs am Reden? Auch das sagt euch nochmal an und dann haben die Applaus und verbeugt. Hochwertes Publikum, ich präsentiere Germany's Next Popper. Germany's Next Uri Geller. Germany's, wir sind doch nur Kinder, holt uns hier raus, was soll der ganze Blödsinn? Emily und Ida! Eine Frage, habt ihr euch heute Morgen die Hose gemacht? Ich bedanke mich. Um dich geht's ja auch, Moment, dich geht jetzt hier nie weiter. Emily! Da ich das nicht wirklich glaube, werde ich das jetzt mal testen. Hallo, bin ich
Und darum brauche ich aus dem weiten Rund ein Zeltstoff-Taschen. Hat jemand ein Zeltstoff-Taschen? Ja, hier. Was habe ich auch? Weil es sieht eklig aus. Das ist sauber? Wie ist dein Name? Karl, hast du das von deiner Mama? Wie heißt die Mama? Mama. Helga. Meine Mama heißt Mama aus? Und ich wohne zu Hause. Das ist immer das Beste, wenn du dich Helga, Helga, ist das sauber? Meine Mama ist noch nicht da. Ja, heißt deine Mama? Mama. Mama. Wo wohnst du denn? Zu Hause. Gegen das rechte Ohr von Emily, sodass du durch die Tour wieder durch das rechte Ohr wieder raus. Dann kriege ich dich jetzt davon. Ja. Du bist ja immer ein Nächster darauf. Das, was mit dem Getränk anfangen kann, wir jetzt nicht verschieben. Ja, das ist Papa abends auch immer. Okay, gut, dann ist ja gut, dann habe ich ja schon keine meine Vorbildfunktion mehr zu erfüllen. Dann sagst du einfach, das ist Limonade. Ja, das ist. Das kommt aus, das kam aus Kaya. Das ist Limonade für Erwachsene. Ja, kennen die aus Kaya keine Limonade? Nein, aber in Kaya sind doch eher alle Alkis, auch Kinder und alle Bier. Da kann man wollen. Erste Klasse und schon
und die Pisa Studie bestanden. Pisa Studie. Ja, halt, die Höhe halten. Das ist so eine Art Intelligenz. Ja, genau. Ich hab nochmal die Ohren aneinander. Sind miteinander verschmolzen. Das spannendste, was man kennt. Hey. Ist das, was hinter deinem Bild passiert? Der Backstage. In den USA gibt es das Seminar, da wird dann mit Leuten noch fertig beim Sex zu beobachten. Wir sollten ein Seminar dafür machen, um Leuten möglichst auffällig beim Sex zu machen. Ich bin bei unbeugendlich. Das Buch kommt wieder zum Vorschein. Ich glaube nicht, noch nicht, noch nicht. Jetzt kommt der erste Ekel, der Nummer Helga. Helga! Helga! Oh, wieder keine Helga! Keine Festival-Menschen sind uns da. Ein Donner noch für diese schon die Endfolter jubeln für diese beiden Helden! Jubel! Jubel! Standing Ovation! Standing Ovation! Papa,
Der Papagei, der Papagei, heute mit dir geschreibt, die Randlanda, die Randlanda, die Randlanda. Nicht für die Kleine! Bei Schwertschlucken kriege ich schon Kritik. Verdammt, hier sind Kinder anwesend und jetzt so. Ganz normale Schwalbe, ja? Die Schwalbe lag noch auf der Lauer und jetzt klatscht die an ihm auf. Was kann noch rein? Waldkauz. Seeadler! Weißkopf Seeadler! Das passt nicht ins Tasmas! Oh! Weißt du, letztes Jahr, kannst du dich daran erinnern, war der Papst hier in Erfurt. Ja? Bin ich hingegangen, hab mir das angehört, was der zu sagen hat, dann stand er auf den Dursten und hat so gemacht. Weißt du, was das heißt? Das gleiche wie das, aber 10 Sprachen. Das Weißkopfseeadler. Er weiß vom Seeadler. Er weiß vom Seeadler, flog übers Meer direkt in ein Maschinengewehr. Hört gerade noch ein. Pinguin! Rotkehlchen und dann der Pinguin. Weißt du, was ein Rotkehlchen ist? Was? Weißt du, was ein Rotkehlchen ist? Was ist ein Rotkehlchen? Nein, das ist ein kommunistischer Sänger. So. Aber ich war zu einer Zeit in der Schule, als man sowas noch gedacht hat. Alaska Schneegans! Das ist mein Lieblingsvogel! Das wird immer so selten gewünscht! Danke! Die Alaska Schneegans, die Alaska Schneegans, die hat den längsten Anflugweg für die Wanderer. Ja, es ist ein Nachmittagsprogramm! Gut, er hat noch ein, Ganz schön zwei Mal. Ganz noch ein, Schon auf.
Gott, jetzt du! Vivi! Sie kann doch nicht fliegen, richtig? Was? Ja, ja. Der Kiwi hat sich gewalzt darauf, oder er hat dann gewalzt in die Rand. Gott, wir hatten noch einen, einen. Dodo! Herr, schmeiß Hirn vom Himmel! Klatsch! Oder Steine, Hauptsache du triffst! Herr Dodo! Aufgestorben! Ich hab mich beim Dorf, der ist ja schon längst ausgestorben, wie die Wand. Na, hast du noch? Gott, wir hatten noch einen. Pinguin! Ja? Oh, Schwachsinn! Oh, Schreck jetzt nochmal!